immer noch kein Wind. Es ist echt ver... Mann, da hinter mir die Windräder, alles steht. Ich bin... Jetzt, wie spät haben wir jetzt? 12 Uhr. Das sind 12 plus 6, 18 Stunden unterwegs. Und in 18 Stunden bin ich 70 Meilen gefahren. Oh Mann, ey. Der scheiß Motor dröhnt immer zu. Na gut. Jetzt bin ich gleich in Geza. Ich habe aber auch echt keinen Bock mehr. Eigentlich, also, ich kann nicht nach, Schweden motoren. Jetzt fahre ich nach Geza in den Hafen. Das sind noch 8 Meilen. Dann koche ich mir was Schönes und gehe ins Bett. Und dann hoffe ich, dass es morgen besser ist. Aber ich glaube, es ist ähnlich. Tja. Kann man nichts machen. Segeln, ne? Ja, zack, so schnell geht's. Jetzt sitze ich schon im Västerbroham in Stockholm. Ja, und die Reise hierher, davon erzähle ich jetzt gleich in dem Video. Das war ein bisschen windarm an der einen oder anderen Stelle. Aber es hat geklappt und die ganze Reise, das ist dieses Jahr eine 8-wöchige oder für mich sogar vielleicht 10-wöchige Reise, die in Marsholm startet und dann einhand nach Schweden führt bis nach Figeholm letztendlich. Da sind Katja und Niklas dann hingekommen mit dem Auto und dann sind wir zusammen weitergefahren Richtung Åland Archipel und mittlerweile in Stockholm angekommen. Wie es weitergeht, kann ich im Moment noch gar nicht sagen. Aber wie es bisher gelaufen ist oder in der Zeit gelaufen ist, wo ich alleine unterwegs war, das zeige ich euch jetzt mal. Und dafür habe ich kurz eine Karte eingeblendet, damit man mal sehen kann, wie das denn war. Und zwar bin ich in Marsholm losgefahren und dann nach Geza gefahren. Von Geza nach Klintholm und von Klintholm weiter zu einem kleinen Ort, der heißt Smögeham, ich weiß nicht, ob man das so richtig ausspricht, östlich von Trelleborg, von dort dann nach Hammerhorn, hier auf Bornholm, dann weiter nach Utklippan, der kleine Nothafen vor der Südküste Schwedens, und dann weiter durch den Kalmarsund bis nach Borgholm auf Öland, war nicht so toll der Hafen, von dort weiter nach Figeholm. Und das ist das, wovon dieser erste Teil handelt. Und im zweiten geht es dann weiter von dort über Stockholm nach... Werden wir sehen. Viel Spaß damit. So, nun ist es soweit. Das Schiff ist vorbereitet. Ist echt voll gestopft bis zum Rand. Mit Wasser, Sprit, Lebensmittel, Getränken. Könnte, glaube ich, nach Amerika fahren. Und jetzt haben wir auch den Westwind, auf den ich gewartet habe. Hier geht es nämlich immer zu rauf und runter und von links nach rechts, aber eben gingen hier so Gewitterböen drum. Und dann hat er von Ost auf West gedreht. Genau das, was ich brauche. Jetzt warte ich noch ein bisschen, ob das auch so bleibt. Und dann ziehe ich die Segel hoch und lege Kurs Geza an. Mal sehen, wie weit ich heute Nacht komme. Ja, ich bin unterwegs. Der Motor läuft, die Segel schlagen, es regnet und ich habe eine alte Welle. Oh Mann, jetzt haben die Segel so geschlagen, dass mir, also ich war gerade unten und habe mir eine Suppe gekocht. Und als ich wieder raufkam, stand die unterste Segellatte des Großsegels vorne schon 2 Meter raus. Vorne, die ist aus dem Mastrutscher, also war hinten zu locker gespannt offensichtlich. Und ist vorne neben dem Mastrutscher rausgekommen. Naja, hier ein kleiner Riss. Jetzt habe ich das während, das ist natürlich das Gute an der Flaute, während des Segelns genäht und dann von hinten wieder reingesteckt. Ich hoffe, dass das jetzt hält. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist, 11 Uhr oder so. Das Gute ist, die Wellen sind etwas weniger, deshalb schlagen die Segel etwas weniger. Ja, der Wind ist leider ganz weg. Da ist Fehmarn und ich komme jetzt hier
dieses Kartenblatt gefahren. Und dann geht es hier durch den Fehmarn Belt. Die AIDA Nova. Closest Point of Approach, 1,7 Meilen. Wir haben 3 Uhr morgens. Und es wird hell. Ich war nämlich zur Hundewache eingeteilt. Und zu allen anderen auch. 20 vor 5. Und da taucht sie auf. Immer wieder faszinierend, wie schnell das geht. Wenige Minuten. Der Feuerball ist da. Boah, ist echt was für starke Nerven heute. Jetzt bin ich hier durch den Fehmarn Belt durch. Und es ist immer noch kein Wind. Immer noch kein Wind. Ja, was soll ich sagen? Man sieht's ja, die Windräder stehen. Geht so. Das hatte ich gar nicht so schön in Erinnerung. Da muss ich mal hinfahren. Ja, richtig, richtig Hochsommer hier. Aber kein Wind. Man sieht immer noch spiegelglattes Wasser. Tschüss, geht's so. Das war schön. Bisschen windstill, aber schön. Juhu, ich bin am Segeln. Aus geht's heraus. Und der Wind passt genau. Daumen drücken, dass er ein bisschen durchhält. Oh Mann, ohne Motor. Ohne diese Motorentlüftung. Es ist total leise, keine Welle. Perfekt. Jetzt bin ich aus geht's heraus und es hat so schön angefangen. Mit Fock und Groß bin ich 5 Knoten gefahren. Und dann schlief es natürlich ein. Jetzt habe ich die Genua drauf und fahre noch 1,8 Knoten. Naja. So, wenig Wind, aber zumindest ist der Motor aus und ich fahre mit 3,7 Knoten hoch am Wind und habe mich jetzt entschlossen, nach Istad oder irgend so ein Dorf westlich davon zu segeln. Das kann ich immer noch über den Haufen werfen. Wenn das hier überhaupt nicht weitergeht, dann kann ich immer noch nach Klintholm. Aber wenn ich da heute Nacht, also morgen Mittag irgendwann in Ystad wäre, was ist denn morgen? Montag? Dann könnte ich Dienstag mit gutem Wind nach Utklipan oder vielleicht schon in den Kalmarsund. Ja, keine Ahnung. Ja, der Plan nach Ystad zu fahren ist auch schon wieder gestorben. Gerade habe ich einen Anruf von zu Hause bekommen, dass Niklas ins Krankenhaus muss, weil er eine Flasche fallen lassen hat und eine Scherbe in seinen Fuß und das hat ein Gefäß getroffen und da muss jetzt ein Gefäßchirurg dran und das Ding unter Vollnarkose wieder zusammenlöten. Scheiße. Und ich fahre jetzt nach Klintholm, sind noch 2 Stunden. Hinter mir kommt eine fette Gewitterfront. Ah, Mann. Alles hat sich gegen uns verschworen. Ja, im Moment weiß ich noch nicht, ob ich von da irgendwie mit Taxi und Zug nach Hause fahren muss oder ich weiß es nicht. Daumen drücken. Wieder unterwegs,
da hinten verschwindet Clint Holm, beziehungsweise ich nähere mich gerade wieder, weil ich Ostwind habe und hier erstmal vor Clint Holm rauskreuzen muss. Und dann, je nach Wind, habe ich mir heute Ystad oder Bornholm vorgenommen. Da sind sie. Ich hoffe, dass man das einigermaßen sieht. Viel näher ranfahren kann ich nicht, weil da Stellnetze sind und so. Oh, das sieht recht beeindruckend aus. Ja, das sieht schon cool aus. Möhn. Die Kreidefelsen von Möhn. Ja, wir haben bestes Wetter, aber eben kein Wind. Oder fast kein Wind. Ich habe die Segel aber trotzdem oben. Das bringt mir noch so einen Knoten zusätzlich und stützt das Boot ein bisschen. Aber sie schlagen natürlich. Und hier ist meine Anti-Schlag-Ruckdämpf-Konstruktion. Hilft ein bisschen. Hier sind so viele Frachter unterwegs. Da hinten zwei. Da einer. Da zwei. Der einer kommt mir hier vorne noch entgegen, kann man jetzt nicht sehen. Und vorhin dachte ich wirklich, dass es hier irgendwo so einen Sandsturm gibt, einen Tornado. Die Luft war komplett gelb. Und es ist dieses Massenaufkommen von Frachter. So viele auf einem Haufen, alle schwer Öl am Verbrennen. Und es ist echt, das stinkt hier sogar. Und du siehst also so richtig so einen gelben Streifen über dem Horizont liegen. Echt ekelhaft. Ja, da ist Schweden, Bornholm. Und von Klintholm komme ich jetzt und fahre hier durch dieses, hier unten heißt es Kadettrenne. Keine Ahnung, wie es hier heißt. Jedenfalls, hier kommen die dicken Dinger von Schweden an Bornholm vorbei. Und dann geht es hier rauf wieder in Richtung Kopenhagen oder hier runter in Richtung Lübeck und Kiel und Nordostseekanal. Und demzufolge ist eben hier jede Menge los. Ja, ich habe immer noch nicht entschieden, was ich mache, weil Ystad mit jetzt noch 25 Meilen würde ich genau in der Dunkelheit erreichen. Und da habe ich einfach keine Lust zu. Deshalb, wenn der Wind das zulässt und noch ein bisschen mit mir mitdreht, dann werde ich, glaube ich, nach Bornholm weiter segeln. Dienstagmorgen, 6 Uhr in Smygehamn. Naja, so zwischen Trelleborg und Ystad. Da bin ich gestern Abend noch gelandet, weil es gab Gewitter und dann konnte ich Ystad, was ich anlegen wollte, nicht mehr anlegen. Und nach Bornholm wäre ich schon gar nicht gekommen. Also, in einer vertretbaren Zeit. Und deshalb dachte ich, mache ich hier eine kleine Pause. Das ist ein ganz netter, kleiner Hafen. Ohne Gäste. Nur mit Fischern und 5-6 Einheimischen. Ja, man sollte öfter in die Kleinen gehen. Moin! Ja, ich bin gerade bei leichtem Regen in Smygehamn los. Das ist so zwischen Trelleborg und Ystad. Dahin bin ich gestern abgelaufen, weil ich Ystad nicht mehr anlegen konnte und es kam auch Gewitter. Naja, und jetzt habe ich ganz guten Wind. So halben Wind, leicht achterlichen Wind, die Windsteueranlage steuert. Und ich fahre auf die Nordspitze von Bornholm zu. Ja, das ist gutes Segeln. Der Regen soll auch noch aufhören. Nichts los hier, keine Welle, kein Autopilot, der rumkrächzt. Alles perfekt für den Moment. So muss das sein. Das heißt also, heute ist Dienstagabend in Bornholm. Mittwoch Utklipan, Donnerstag Kalmar, Freitag in Richtung Westerwijk vielleicht. Und Samstag Westerwijk und da warte ich dann auf Katja und Niklas. So der Plan, aber der wird bestimmt noch tausendmal umgeschmissen. So war es bis jetzt immer. Die Windsteueranlage steuert und das schöne Wetter hat mich gerade eingeholt. Und da verschwindet Schweden. Und jetzt geht's nochmal für einen Step nach Dänemark. Ja, so kann man es aushalten.
keine große Welle, jedenfalls spürt man das auf diesem Kurs nicht so. Und ich komme gut vorwärts. Jetzt muss ich noch durch dieses Traffic Separation Scheme, das Verkehrstrennungsgebiet. Kommen drei große Wege zusammen, genau vor Bornholm. Da habe ich vor 12 Jahren schon mal im dicken Nebel ohne AIS drin gehangen. Das war nicht so angenehm. Aber heute bei guter Sicht mit AIS-Empfänger dürfte das eigentlich kein Problem sein. Ja, rollt doch ganz schön. Ja. So, eine Meile noch. Dann müssen die Segel runter. Da ist Hammerhauen. Leider haben wir hier so 1,5 Meter Welle. Und das steht genau an die Hafeneinfahrt. Ich hoffe, dass das nicht so ein Kamikaze-Akt wird. Vorbereiten kann ich hier nichts. Muss ich drin machen. So 10 andere Schiffe sehe ich da drin. Einer birgt auch gerade die Segel. Da unter der Ruine. Und der wird wohl vor mir reingehen. Ja, so sieht's aus. Aber wir haben bestes Wetter. Ich habe den Motor nicht einmal angehabt. Also bis hierher perfekt. Hammerhauen. Wunderschön hier. Ganz anders als vor 12 Jahren. Viele Sachen da. Toiletten und so, das gab es damals noch gar nicht. Und es war leer. Aber damals war, glaube ich, Mai. Moin. Heute ist Mittwochmorgen. Glaube ich jedenfalls. Und wir haben 7 Uhr. Wir sind seit einer Stunde unterwegs von Bornholm in Richtung Utklipan. Leider habe ich den Wind genau gegen an im Moment. Ansonsten super Wetter. Ja, so ein Meter Welle ungefähr. Ist beim gegen an Bolzen nicht ganz so schön. Aber jammern auf hohem Niveau. Super Wetter. Alles gut. Ich hoffe, dass der Wind noch ein bisschen dreht und ich heute Abend in Utklipan sein kann und dann nicht irgendwie im Dunkeln einlaufen muss. Sonst würde ich vielleicht eher weiterfahren, weil der Wind soll nämlich einschlafen. Ja, so ist es. Ja, ansonsten Hammerhauen, wo ich war, super schön mit so einer Festung. Ich hatte leider gar keine Zeit, da nochmal raufzuwandern. Ja, das war das erste Mal für dieses Jahr, dass ich ins Päckchen gehen musste. War aber überhaupt nicht schlimm, weil die nettesten Leute aus dem ganzen Hafen gefühlt lagen neben mir, die haben mich auch gleich zum Essen eingeladen, wir haben Wein zusammen getrunken. Super schöner Abend. So muss das sein. Kurz ein paar Worte zu meinem Schlafmanagement. Wenn man so 20 Stunden oder länger unterwegs ist, dann muss man ja irgendwann auch mal schlafen, sonst schläft man einfach so ein. Und ich versuche das Schlafen auf den Tag zu verlegen, weil da nicht ganz so viel Aufmerksamkeit erforderlich ist. Und ich checke dann meinen AIS und wenn, sag mal, der closest point of approach von den einzelnen Schiffen, die ich da sehe, über einer halben Stunde liegt, dann stelle ich mir 2 Wecker und lege die direkt neben meinen Kopf sozusagen und schlafe eine Viertelstunde. Und unten habe ich nochmal die Borduhr. Die ist auf einer halben Stunde, dann rattert die nach einer halben Stunde richtig los. Sollte ich wirklich die beiden anderen überhören, das ist aber noch nie vorgekommen. Die sind wirklich laut. Ja.
So mache ich das und so kriege ich dann so häppchenweise 10 Minuten Schlaf, aber das akkumuliert sich über den Tag dann auch auf, keine Ahnung, 2 Stunden oder so. Aber dann ist man nicht ganz so fertig. Das war im Atlantik natürlich ein bisschen einfacher. Da bin ich ins Bett gegangen, habe geschlafen, bis ich wieder aufgewacht bin. Naja, so ist das auf der Ostsee. Utklipphahn am Horizont. Wie war der Tag nun? Zäh. Der arme Motor, kann ich nur sagen, hat sich wacker gehalten. Aber die halbe Zeit oder sagen wir mal 2/3 der Zeit ist er mitgelaufen. Heute Morgen um 6 bin ich losgefahren. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt haben. 7:30 oder so. Naja, heute Morgen habe ich noch befürchtet, weil da so viel Welle und trotzdem wenig Wind und der wenige auch noch von vorne war, dass ich hier in der Nacht ankomme und gar nicht da reinfahre, weil ich mich nicht traue. Aber jetzt ist alles gut. Jetzt habe ich hier noch ein paar Stunden Helligkeit, kann ein bisschen entspannen. Und morgen geht's, ihr werdet es kaum glauben, mit wenig Wind in den Kalmarsund. So, 0,8 Meilen noch. Da ist Bornholm. Quatsch. Da ist Utklipphahn. Liegen auch schon einige drin. Päckchen liegen wird wahrscheinlich wieder angesagt sein. Also wahrscheinlich, hundertprozentig. Aber was soll's. Vielleicht lädt mich ja wieder jemand zum Essen ein. Ich weiß gar nicht, wie die Leute das immer schaffen, so früh da zu sein. Ich komme immer spät abends und dann ist alles voll. Und die anderen sitzen dann schon und haben irgendwie gekocht und was weiß ich. Und trotzdem bin ich der Erste, der morgens wieder fährt. Also irgendwas ist falsch in meinem oder deren Zeitmanagement. Naja, ab nächster Woche segeln wir nur noch ganz kurze Schläge. Ja, Utklipphahn, Nothafen. Man kann von 2 Seiten reinfahren, also sozusagen immer im Lee, da wo sich keine Wellen aufbauen. Heute ist rund um die Insel herum Lee. Das scheint ziemlich voll zu sein, erwartungsgemäß. Hier waren wir eingeweht mit 8 oder 9 Windstärken und haben auf der falschen Seite angelegt und sind auf die Kaimauer gedrückt worden. Da hat Leinen gespannt durch den ganzen Hafen. Voll unerfahren. Da drüben ist die andere Einfahrt, die man auch nehmen kann. ,80 Meter tief. So, ich in Richtung Osten. Morgen soll es Westwind haben. Links wäre ich besser aufgehoben, aber links ist schon alles voll. Naja, so viel Wind ist halt auch nicht. Hi. It's okay. Hello. Hello. Perfect. Yeah. It's easier tomorrow morning. Yeah. No wind. So verschwindet Utklipphahn. Ja, unendliche Weiten, plattes Wasser. Nach vorne sieht es auch nicht anders aus. So, es geht nach Christianopel. Da hinten sieht man das schon. Jetzt gibt es gleich so eine betonte Rinne und da drin muss ich mit so einem Haken an der Boje festmachen. Das habe ich jetzt auch schon 10 Jahre nicht mehr gemacht. Ich hoffe, dass das klappt.
Christianopel. Sehr schön hier. Das war's in Christianopel. Bis zum nächsten Mal. War schön hier. Ich bin um kurz nach 6, 20 nach 6 in Christianopel los. Der erste mal wieder. Early Bird. Früher Vogel fängt den Wurm. Und tatsächlich, ich habe ein bisschen Wind. Ich muss zwar so hoch ran, wie es geht, aber kann damit im Moment 4,1 Knoten fahren. Ja, und keine Welle. Fahre aufs Ziel zu, Borgholm auf Öland. Und wenn das so durchlaufen würde, theoretisch, dann könnte ich so um 17 Uhr oder so da sein. Das wäre natürlich genial. Ja, da muss ich dann nochmal tanken. Beziehungsweise ich muss natürlich nicht, wenn ich jetzt den ganzen Tag segel, dann sowieso nicht. Aber der Tank ist auch noch fast voll. Aber es ist ja immer ein schönes Gefühl, zwei Reservekanister zu haben. Gerade bei diesem windarmen Wetter. Ja, Christianopel war super. Und neben mir, oder ein Schiff war noch dazwischen, aber dann lag da Egrette. Und Egrette haben wir tatsächlich vor 12 Jahren in Spanien und später auf Madeira und den Kanaren und dann nochmal in der Karibik in St. Lucia getroffen. Ganz nette Leute, die überall auf der Welt waren, komplette Weltumrundung gemacht haben mit dem Schiff und jetzt wieder in Europa durch die Gegend touren, sind Engländer. Leider mussten die gestern Abend weg und sind durch die Nacht gefahren, sodass wir nur eine halbe Stunde hatten, da alte Erinnerungen aufzuwärmen. Aber das sind natürlich Zufälle, die sind super genial. Hat mich jedenfalls sehr gefreut. Frühstückszeit. Ja, wenn keine Welle ist, dann fahre ich lieber früh los und mache das unterwegs. Oder wenn ich Motoren muss oder so. Kalmar. Diesmal werde ich das links liegen lassen, weil ich ja noch deutlich weiter nach Norden muss, um Katja und Niklas zu treffen. Deshalb fahre ich weiter nach Borgholm auf Öland. Da geht's rein zu dem Haupthafen von Kalmar. Es ist so krass heiß, man kann es nicht aushalten. Ich habe mir gerade ein paar Eimer Wasser über den Kopf gekippt und jetzt mein T-Shirt nass gemacht und die Mütze nass gemacht. Ich muss hier immer zu Wasser ins Cockpit gießen und habe da die Pütz stehen, dass ich da mit meinen Füßen immer mal wieder rein kann. Ist echt unglaublich. Und ich weiß, ich überstrapaziere es, aber bleierne Flaute. Also heute und morgen noch, morgen Abend Fiegeholm. Und da bleibe ich definitiv, bis es wieder Wind gibt. Außerdem kommen Katja und Niklas dann dahin. Da taucht Borgholm auf. Daumen drücken, dass die Sprit haben. Ja, ich habe es geschafft, mit Unterstützung des Motors, wie immer, nach Borgholm zu kommen. Um 5:30 war ich hier. Dann bin ich losgefahren. Um 6. Ja, 11-12 Stunden und genau vor einem fetten Gewitter. Da oben über dieser Festung, mal ranzoomen, da blitzt das dauernd. Jetzt müsste ich eigentlich hier komplett um den Hafen rumgehen, weil ich an der Tankstelle liegen geblieben bin. Und es ist gefühlt 2 Kilometer weit bis zum Hafenbüro. Ich glaube, das spare ich mir jetzt einfach. Und wenn der Tankwart morgen früh kommt, dann frage ich ihn einfach, ob er mir die Hafengebühr erlässt, weil ich ja überhaupt nichts benutzt habe hier. Eigentlich wollte ich ja nur Sprit und dann weiterfahren. Und sonst fahre ich dann morgen mit dem Boot rein, mache dann nochmal kurz fest und bezahle dann. Habe ich mir gerade noch Strom organisiert und bin um so einen Zaun rumgeklettert. Da. Weil hier an der Tankstelle gibt es eigentlich gar nichts. Aber
So kann ich halt morgen früh sofort los. Und dann geht es weiter nach Fiegeholm, wo ich dann hoffentlich morgen Abend bin. Da war ich auch schon mal vor 12 Jahren mit der alten Nubia. Ich habe mal in dem Bordbuch nachgelesen, das soll wunderschön sein da. Und am Sonntag, Daumen drücken, wenn alles klappt, kommen Katja und Niklas dahin. Und dann machen wir erstmal alle Pause, bevor es weitergeht in Richtung Stockholm. Voll der krasse Gewitter-Sonnenuntergang. Sieht hier geil aus. Jetzt hätte ich noch ein kleines Loch in der Wolke gesucht. Teuflisch aus. Auf der einen Seite blitzt es und da geht die Sonne zwischen diesen dunklen Wolken unter. Krass. Moin zusammen. Ich bin um 20 nach 4 aufgewacht aus irgendeinem Grund. Ach ja, ich glaube, weil sich hier dieses Dings da verabschiedet hat, weil es so windig war. Juhu, wir haben Wind. Eigentlich wollte ich da tanken, aber den Plan habe ich gleich wieder über den Haufen geworfen. Und bin ohne irgendwie irgendwas, habe mir die Segelhose angezogen, bin rausgegangen. Und jetzt bin ich schon am Segeln. Segel mit über 5 Knoten, nur mit der Fock oben in die richtige Richtung, so dass ich um 11:45 heute Mittag mein Ziel erreicht habe, haben werde, voraussichtlich. Ja, das war ein echter Alarmstart heute Morgen, aber es hat sich voll gelohnt. Ich fahre nur mit Fock 7 Knoten, aber wir haben richtig Wind, bestimmt 5-6 Windstärken, keine hohe Welle, und wenn das so weitergeht, dann bin ich um 11 schon da. Die ersten Scheren auf dem Weg nach Fiegeholm. Super schön. Es kommen total viele Boote hier raus. Ich bin echt früh dran. Spricht dafür, dass ich da bestimmt ein schönes Plätzchen fände. So habe ich mir das vorgestellt. Da hinten zwischen den Steinen geht auch noch ein Fahrwasser durch. Krass. Schon schön hier. Erste Scherenplatz in diesem Urlaub. Fiegeholm. Das ist so eine 3 Meilen lange Anfahrt durch die Steine. Ziemlich enges Fahrwasser, aber gut betont. Echt ein toller Platz. Ich habe eben mit dem Hafenmeister gesprochen. Das Auto, das können wir wohl auch da stehen lassen und der guckt danach. Genau das, was wir brauchen. Fahrräder umsonst, waschen kannst du hier umsonst. Es gibt sogar eine Pizza und einen Laden. Also im Grunde genommen braucht man gar nicht weiter. Nee, kleiner Scherz. Aber so zum Start wirklich ein toller Hafen. Oh, das ist toll. Das habe ich mir gewünscht und gehofft, dass es so. Das hast du bestellt quasi, oder? Ja, aber es ist. Ich wusste nicht, dass das ein Hardcover ist und so groß.